Herzlich willkommen zum nächsten Wrestler Talk und in diesem Wrestler Talk muss ich wirklich sagen, ich rede über die Zukunft der WWE, meiner Meinung nach. Und zwar Sami Zayn. Sami Zayn ist vielleicht der Beste, der bei NXT rumläuft. NXT übrigens für die Leute, die Sami Zayn noch nicht kennen, NXT ist die Liga der WWE, die eben abgespalten vom Main Roster ist, also von Raw und SmackDown und eben eine eigene wöchentliche Show produziert und da laufen eben die ganzen Talente rum. Neville zum Beispiel, jetzt diese Raw-Ausgabe debütiert ist bei Raw, ist auch bei NXT davor gewesen und so weiter. Paige war vorher bei NXT, Bray Wyatt, das ganze Shield-Team und so weiter. Also da kommen die Talente her, da werden sie ausgebildet und dann kommen sie zur WWE. Für die Leute, die das noch nicht wissen, es gibt ja einige, die mich da immer wieder fragen. Von daher, das als kleine Erklärung. Und da gibt es einen gewissen Sami Zayn. Sami Zayn, aka El Generico. Ich fange ganz von vorne an. Er ist als Wrestler tatsächlich debütiert. 2002, da war er, glaube ich, 18 Jahre alt. Was ich mir jetzt nicht täusche, oder? Ach, egal. Auf jeden Fall 2002 debütiert, 2004 seinen ersten Titel erhalten. Und man muss wirklich sagen, Sami Zayn, beziehungsweise El Generico, ist jemand, der einfach, der ist jemand, der komplett über den Erdball verteilt Wrestling-Matches bestreitet. Der war in Europa, Asien, Japan, ist ja in Asien, in Amerika, in Mexiko und so weiter. Der war überall, wo es namenhafte Wrestling-Shows gibt, war der da und hat dort gewrestelt und das ist einfach unglaublich krass. Hat dort sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und das ist auch der Grund, warum er jetzt so stark ist. Einfach so stark im Ring, so stark am Mikrofon, so charismatisch. Das hat sich alles entwickelt. Und viele sagen auch, Charisma kann man nicht lernen. Das stimmt schon und man kann es entwickeln. Und Sami Zayn hat es entwickelt. Über diese Zeit, meiner Meinung nach. Und ist als El Generico immer wieder als mit Maske aufgetreten. Das war so sein Ding mit der Maske. Kam dann zu NXT und hat dort seine Maske mit der Zeit abgegeben. Und man muss wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es gut wird, wenn El Generico die Maske abgenommen wird, aber es wurde gut. Und man sieht jetzt, wo es hingelaufen ist, Sami Zayn ohne Maske, totaler Main Eventer meiner Meinung nach. Im Ring super, am Mic super, charismatisch as hell und meiner Meinung nach also der nächste Main Eventer meiner Meinung nach. Der muss wirklich jetzt erstmal hochkommen. Man muss ihm dann so 2 Jahre guten Aufbau geben und dann kann man ihn von mir aus schon nach oben pushen mit einer Fehde oder so. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen, das wäre so krass. Sami Zayn, auf jeden Fall einer, von dem ich sehr, sehr viel halte, auch mit der Lieblingswrestler von mir zurzeit im Roster der WWE. Von daher, auf Sami Zayns Debüt bei den Main-Shows freue ich mich auch schon. Ich weiß nicht, wann es genau kommt, Sami Zayn ist ja jetzt verletzt, aber es wird noch dieses Jahr. Also ich tippe mal, es kommt noch dieses Jahr, wenn nicht spätestens nächstes Jahr nach WrestleMania. Das ist so mein Tipp, den ich jetzt mal abgebe. Und Sami Zayn, auf jeden Fall jemand, den man auf dem Schirm behalten sollte. Jetzt gebe ich euch noch einen Namen. El Generico und Kevin Steen. Ich habe es ja schon vorhin angesprochen, Sami Zayn hat auch natürlich in Amerika gewrestelt. Und dort hat er bei ROH, also ROH war so der Ort, wo er dann vor der WWE nochmal richtig aufgeblüht ist, hatte dort krasse Fäden, beziehungsweise einfach eine krasse Storyline am Laufen mit Kevin Steen, der jetzt bei der WWE als Kevin Owens ist. Und zwar waren sie erst ein Tag-Team, haben die Tag-Team-Title gehabt und hatten eine krasse Storyline, eine Fehde zwischen den beiden, die dann in einem unglaublichen Match gemündet ist, tippe ich jetzt einfach mal. Kennt ihr das, wenn ihr einfach irgendwann euch so verlabert, dass ihr überhaupt nicht mehr wisst, was grammatikalisch richtig oder falsch ist? Das habe ich ständig. Aber das auf jeden Fall zu dieser Fehde. Kevin Steen, El Generico, 5-Star-Matches auf jeden Fall, würde ich so unterschreiben. Und die Fehde ist ja jetzt auch am Laufen bei NXT. Und zwar Kevin Owens gegen Sami Zayn. Und zwar ist das ja zurzeit so, bei NXT TakeOver Rival gab es ja den Titelgewinn von Kevin Owens, nachdem er halt Zayn wirklich nach Strich und Faden zerstört hat. Es war quasi Brock Lesnar gegen
John Cena mit gutem technischen Wrestling. Und ja, zu Kevin Owens muss ich, glaube ich, auch irgendwann nochmal einen Wrestler-Talk machen. Vielleicht geht es ja irgendwann weiter mit dem Wrestler-Talk. Ich mache jetzt nur bis Folge 50 und dann wird es wahrscheinlich ja mal ein paar Pausen geben mit Challenges und so weiter, ein bisschen mehr auf Supercard fokussieren und dann geht es vielleicht auch weiter mit dem Wrestler-Talk. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr das weiterhin sehen wollt nach der Pause, vielleicht Ende dieses Jahres wieder. Können wir mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Kevin Owens, jetzt bei NXT, auf jeden Fall jemand, den man nicht unterschätzen sollte. Der ist extrem krass. Und ebenfalls Sami Zayn von daher. Ich weiß nicht, was soll ich noch groß zu Sami Zayn sagen? Einer der besten Wrestler auf dem Planeten, meiner Meinung nach. Und ich sage immer, das kann man nicht vergleichen, weil es ist wie wenn du einen Abischnitt mit 1,0 in Deutschland vergleichen willst, wer das beste Abitur geschrieben hat. Da gibt es halt nun mal 1,0 Abischnitte und deswegen kann man das schwer vergleichen. Sami Zayn ist auf jeden Fall einer, der vorne mitspielt, meiner Meinung nach. Ein krasses Gesamtpaket, das beste Gesamtpaket, was die WWE zurzeit hat, meiner Meinung nach. Würde ich jetzt wirklich so sagen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was man in der Zukunft mit ihm macht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt eure Meinung zu Sami Zayn in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Und falls ihr gute Matches von ihm sehen wollt, ich empfehle euch jetzt einfach mal drei Matchpaarungen, die extrem krass waren bei NXT. Sami Zayn gegen Cesaro, Sami Zayn gegen Adrian Neville, Sami Zayn gegen Kevin Owens. Das dazu, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao.